Liebe Trader, den US-Biotech-Sektor muss man in den nächsten Tagen ganz genau im Auge behalten. Was sind die Gründe und wer profitiert im Einzelnen? Die Antwort darauf gibt es im heutigen Video. Zunächst ein paar Fakten, die für ein starkes Comeback bzw. eine neue Rallye-Bewegung im Biotech-Sektor in 2017 sprechen. Punkt 1. Donald Trump möchte die FDA-Zulassungsverfahren für neue Medikamente beschleunigen. Außerdem soll es wohl keine festen Preisobergrenzen für Medikamente geben. Das war der jüngste neu gebildete Pivotal Point im US-Biotech-Sektor, der diesen Aufwärtsimpuls eingeleitet hat. Punkt 2. Neue Technologien rund um Deep Learning ermöglichen die automatisierte Suche nach neuen Wirkstoffen. Artificial Intelligence erhält damit auch im Biotech-Sektor Einzug. Und beispielsweise ganz vorne dabei ist ja eine IBM mit Watson. Punkt 3. 2016 stürzten Biotech-Aktien ab. Grund dafür waren Befürchtungen über gesetzliche Preisobergrenzen für Medikamente. Hier kann man wiederum die These ansetzen, schlechte Nachrichten dürften inzwischen hinreichend in den Kursen eingepreist sein. Nächster Punkt. Die CRISPR-Technologie ermöglicht die zielgerichtete Veränderung von DNA. Das ist eine Revolution. Der Mensch kann erstmals Erbgut nach eigenem Ermessen verändern. Die Möglichkeiten scheinen nahezu unbegrenzt. Das könnte zahlreiche Aktien in diesem Sektor beflügeln. Und abschließend, Unternehmen wie Illumina haben die Sequenzierung von DNA zu Kosten von nur 100 US-Dollar angekündigt. Und das öffnet wiederum den Weg zu einer individualisierten und auf jeden Patienten zugeschnittenen Medizin. Und ein weiterer Punkt, der jetzt hier nicht aufgeführt wurde, ist, wir sind in einer fortgeschrittenen HOS und oft die Erfahrung zeigt, dass eben in diesen fortgeschrittenen Phasen auch gerne wieder spekulativere Branchen bzw. Sektoren wieder in den Vordergrund rücken. Und wenn wir uns jetzt neben dieser Faktenlage mal noch die Entwicklung im Referenzindex auf den US-Biotech-Sektor anschauen, dann nimmt dieses Szenario für eine neue mögliche Rallye-Bewegung allmählich Form an. Das Kürzel hierfür lautet IBB und diesen Referenzindex empfehle ich auch immer auf der Watchlist zu führen. Schauen wir uns das große Bild an. Man sieht übergeordnete Aufwärtstrendstruktur weiterhin voll intakt. Aktuell befindet man sich eben in dieser volatilen Seitwärtsphase und als Bullish bzw. als neues Kaufsignal zu werten wäre es, wenn die runde Marke von 300 US-Dollar nachhaltig nach oben durchbrochen wird. Und diese Chancen stehen aktuell gar nicht so schlecht. Der Impuls hierfür war ja quasi dieser neu gebildete Pivotal Point über mögliche Deregulierungsmaßnahmen. Ja, und man sieht, es fehlt nicht mehr viel. Und wenn eben hier ein neues Kaufsignal generiert werden sollte, könnte auch in der Breite einfach neues Kapital in diesen Sektor fließen, wovon dann auch diverse Einzelaktien besonders profitieren könnten. Und da wollen wir uns jetzt fünf Vertreter anschauen. Beginnen wir mit einer Amgen. Bei Amgen sieht das übergeordnete Bild bullisch aus. Ja, man sieht, die Aktie konsolidiert deutlich besser noch wie der Referenzindex selber, kann die hohen Niveaus besser verteidigen und hier sehen wir, wie dieser Big Picture Breakout jetzt in Angriff genommen wird und womöglich der übergeordnete Aufwärtstrend auch wieder fortgesetzt wird. Zuletzt gab es über den Erwartungen liegende Zahlen, ein neuer Pivotal Point wurde gebildet. Daraufhin gab es zuletzt diesen neuen Rallye-Schub und jetzt rückt eben dieser Big Picture Breakout in den Fokus. Ich habe mir hier auch direkt einen Alarm im System platziert. Was spricht für Amgen? Man gehört zu den Favoriten unter den großen Biotech-Werten. Das Unternehmen fokussiert sich auf therapeutische Gebiete wie Krebs, Alzheimer, Migräne und hat mittlerweile über 16 zugelassene Produkte. An der Stelle muss man sagen, der Markt spielt ja, dass die Unternehmen wegen einer schnelleren Produktzulassung von ihren gefüllten Pipelines eher profitieren. Und gerade auch was die Pipeline angeht, für Amgen spricht eben, dass sich weitere 12 Produkte in der Phase 3 befinden und man eben über eine prall gefüllte Pipeline verfügt. Noch ist nicht viel passiert, allerdings dürfte die Bewegung mit diesem erfolgreichen Big Picture Breakout Fahrt aufnehmen. Und deshalb Strongwatch. Kommen wir zur Aktie Nummer 2 und das ist Insight. Insight konsolidiert aktuell bullish. Man könnte mit einer Short-Term Flatbase argumentieren. Auch wenn diese wiederum nach oben gebrochen werden sollte, wird die Aktie für eine Trendfortsetzung Spekulation interessant. Daraufhin könnte dann auch
das jüngste Mehrjahreshoch in den Angriff genommen werden. Was spricht für Insight? Unternehmen ist auf die Behandlung von Krebs und entzündlichen Krankheiten spezialisiert. Mit Jakavi hat man bereits ein Produkt auf dem Markt. Das ist der aktuelle wesentliche Wachstumstreiber. In Europa erhielt man die Zulassung für ein Medikament zur Behandlung rheumatoider Arthritis. Global sollen weitere Genehmigungen folgen. Der Konsens rechnet in 2017 mit einer 143-prozentigen Steigerung beim Nettogewinn auf 1 US-Dollar 31 pro Aktie. Auch hier wiederum, Aktie bewegt sich in den letzten Monaten schön treppenförmig nach oben. Wie gesagt, wenn die Range spricht, neues Kaufsignal. Nächste Aktie, Celgene. Hier sehen wir aktuell den Kampf um die Trend Continuation Line. Big Picture technisch sieht das Ganze auch gar nicht so schlecht aus. Ja, das heißt, auch wenn dieser Breakout jetzt mit neuen Anschlussgewinnen bestätigt wird, könnte die Aktie in Richtung 140 US-Dollar marschieren. Bezüglich Celgene kann man sagen, bis 2025 will man gut 50 neue Produkte auf den Markt bringen, wenn dieses Best-Case-Szenario entsprechend aufgeht. Insofern wäre man eben einer der Top-Profiteure der angekündigten Deregulierungsmaßnahmen. Die US-Börsen haben ja heute feiertagsbedingt geschlossen. Wenn morgen erneut Stärke in die Aktie kommen sollte, würde sich ein direkter Kauf hier anbieten. Die nächste interessante Aktie ist Illumina. Hier hatten wir ja zuletzt zwei markante Pivotal Points, vor allem einer, der eindrucksvoll jetzt verteidigt wurde. Das hier war die Ankündigung neuer DNA-Gensequenzierer. Und an diesem Tag hier wurden auch noch die Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgestellt. Aktie konsolidiert bis jetzt bullisch, seitwärts gerichtet. Auch hier können wir ja quasi mit einem Trendkanal argumentieren. Noch besteht hier kein Handlungsbedarf. Erst wenn hier wirklich mal ein schönes Eigenleben sichtbar wäre und das Verlassen dieser seitwärts gerichteten Konsolidierung, dann wird die Aktie auch auf der Long-Seite interessant. Die jüngsten Zahlen lagen über den Erwartungen. Auch der Ausblick auf 2017 lag im Rahmen der Prognose. Schwächer fällt lediglich der Ausblick auf das erste Quartal aus. Dort lag man auf der Ertragsseite leicht unter dem Konsens. Grundsätzlich wird aber 2017 für Illumina ein wichtiges Jahr. Neue Gensequenzierungsgeräte werden eingeführt. Illumina hat ja einen DNA-Sequenzierer vorgestellt, der das gesamte Genom eines Menschen für etwa 100 US-Dollar sequenzieren kann. Das sorgt natürlich für Wachstumsfantasie und ein starker Upgrade-Zyklus dürfte ab Jahresmitte beginnen. Zusammen mit neuen Methoden wie beispielsweise der CRISPR-Technologie zur gezielten Veränderung der DNA tun sich in der Biotech-Branche gerade komplett neue Möglichkeitsräume auf. Das heißt auch hier erstmal Watchlist, klare Longchance mit dem Break aus der Seitwärtsrange. Abschließend schauen wir uns noch eine Bluebird-Aktie an. Dieser Titel macht ebenfalls einen guten Eindruck und könnte von einer Biotech-Rallye überproportional stark profitieren. Auch hier sieht man, wie die Aktie jetzt so allmählich sich beginnt nach oben zu lösen. Runde Marke von 80 US-Dollar sollte nachhaltig überschritten werden für einen neuen Trendschub, womöglich in Richtung 100 US-Dollar. Was gibt es noch zu Bluebird zu sagen? Krebsimmuntherapie-Spezialist. Man hat auf der JP Morgan Healthcare-Konferenz Mitte Januar einen guten Eindruck hinterlassen und die Aktie wurde auch Anfang des Jahres von Piper Jaffray als Profiteur des CRISPR-Verfahrens ins Spiel gebracht. Longchance, wenn die Aktie mit dem nächsten Breakout-Versuch über 80 US-Dollar Stärke entwickeln sollte. Fazit: extrem spannende Situation im US-Biotech-Sektor, auf die wir uns als Trader entsprechend vorbereiten müssen, um letztendlich blitzschnell darauf reagieren zu können. Denn wie sagt Mark Minervini immer so schön: Only perfect practice makes perfect.